Liebe Online-Community, neben der Debatte um den Gipfel zur Türkei stand diese Straßburg-Woche im Licht des Internationalen Frauentages. Das Europaparlament verabschiedete am 8. März einen Initiativbericht, der detailliert auf die Bedürfnisse auch der geflüchteten Frauen in den Transitländern, aber auch in den Herkunftsländern wie Syrien eingeht und Lösungen für die Problembewältigung vorschlägt. Viele der geflüchteten Frauen sind traumatisiert, haben sexuelle und andere Formen der Gewalt erlebt. Einige von ihnen sind hochschwanger und bedürfen besonderen Schutz durch die Europäische Union. Zu Syrien fand auch eine Aussprache mit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, statt. Und ich habe in dieser Debatte gesprochen, mich positiv dazu geäußert, dass es zur Waffenruhe nicht nur gekommen ist, sondern dass sie bis jetzt hält. Wenn es möglich ist, brauchen wir nun in diesem Prozess der weiteren Verhandlungen auch die Anwendung des internationalen Strafrechts. Zunächst hoffe ich aber, dass die geplante Wiederaufnahme der Genfer Gespräche endlich erfolgreich werden und weitere Schritte der Befriedigung und der Perspektiven für Syrien hier Raum zu geben und sie weiterzuentwickeln. Das Europaparlament hat zudem ein neues Schulprogramm für gesunde Ernährung beschlossen. Das heißt, dass zum Beispiel das Schulprogramm in Zukunft insgesamt 150 Millionen pro Jahr bekommt, um Schulen Geld zu geben, damit sie gesunde Ernährung bei den Schülerinnen und Schülern ermöglichen können. Sie können diese Plenarsitzung und alle Neuigkeiten aus Straßburg auch selbst mitverfolgen, und zwar teilweise mittlerweile auf Phoenix, aber auf der Website des Europäischen Parlaments oder auf spd-europa.de. Herzlichen Dank und bleiben Sie weiter in Kontakt mit mir über meine Website und meine Büros. Danke.